Ja, wie du betrunkene Seemann. Hey Eisen. Ja. Erinnerst du dich noch bei der letzten Fahrt an die Galeone? Oh, da geht's los. Du meinst an die Galeone, die wir dreimal versenkt haben, zwei mit der Hilfe von Poseidon? Nein, nein. Die Galeone, wo zwei Spieler drauf waren und einer davon den AFK. Ach ja, die! Die war auch so geil. Und dann schnell, wir müssen weg, da kommt eine Galeone. Okay, ich versuche sie zu entern und sie aufzuhalten, damit wir etwas Zeit gewinnen. Ich habe sie versenkt. Bermo, komm zurück, wir versenken sie. Okay. Komm zurück, versenken. Das eine Loch, was das Feuer gebracht hat, reicht nicht aus, um die Reste zu versenken. Die sind zu langsam. Vor allem, wie kommt man auf die Idee? Man ist mit einer halbbemannten Galeone da und pöbelt eine Schaluppe ein und eine Brigantine an. Nee, das war eine Schaluppe. Stimmt, wir waren zu zweit unterwegs mit der Schaluppe. Ja, wir haben die selben Fahrten gemacht. Stimmt, das war die Sache. Das macht sich besser. Die Gang wieder gucken. Oh, jawohl. Ja, pass auf, da ist ein eine Atombombe mit drin. Und außer Reichweite. Das gibt's doch nicht. Ich wäsche noch ein bisschen weiter. Also wir wissen, Spiel, dass es Ashen Reaches ist. Das wissen wir schon eine ganze Weile. Nein! Nicht schon wieder. Was ist? Was denkst du? Was ist das letzte Mal passiert, als ich das hier gespielt habe? Du hast hier dein Menü über allem drüber. Und es kann nichts hier reinlegen. Es kann die Kiste öffnen, aber es kann mein... Kannst du die Sachen auswählen, Rechtsklick machen, damit du mir sie rübergeben kannst? Ja, das kannst du. Kann ich nicht. Ist für Holzbrett. Was für Wurfgeschosse? C. Soll ich weiter ranhamponieren? Ja, Luke muss gleich reconnecten. Noch irgendwas? Nein, das war's. Okay, see you later. Jo, bis gleich. Ah ja, ich wollte vieren. Okay. Das ist unmöglich. Vor allem wie? Ich weiß es nicht. Ein Fall von, warum hasst das Spiel uns schon wieder so sehr? Ja, Piggy, alles in Ordnung. Du musst nicht schreien, nur weil Luft gerade eben weg ist. Die wird nicht wieder da sein. Halt die Schnauze und setz diese Banane in die Nase. Nutze die Chance, mach mir Musik an. Sie wurde nie wieder gesehen. Eisen, das macht den Hund. Der Hund macht das schon. So,
etwa in diese Richtung. Ist da irgendeine Insel? Brimstone Rock. Perfekt. Ich tu mal unsere anderen Karten hier markieren. Ich darf es noch nicht beitreten. Nur wenn du das Spiel einfach startest, dann stimmt, da war ja was. Warte mal, die müssen nicht unbedingt im... Was meinst du, Bermo? Wall haben wir. What the fuck? Was meinst du? Die Botschafter. Ja. Was ist mit denen? Botschafterfahrten sind nie in Devil's Roar. Schande. Was meinst du, warum die Händlerbotschafterfahrt vollkommen zu ignorieren ist? Ja. Brimstone Rock. Ich hätte es auch viel lieber, wenn die Botschafterfahrten ebenfalls Devil's Roar Cups wären. Aber die Karten sind eigentlich ganz gut gelegen. Ja. Können wir bei Isle of Last Words können wir anfangen und dann Tri-Rock. Leier Speckbohne, Dragon's Fall. Oh, da ist eine goldene Schnittertruhe. I am back. Willkommen zurück. Ich gehe wieder mal Lucky tun. Tu Lucky Lucky. Boy, du da hinten, ne? Hey! War's nicht. Hey Boy. Oh, hallo Captain. Hä? Wo ist der? Da. Was glaubst du eigentlich, wie du hin bist? Schafft er das so noch? Vor euch. Nein! Hier ist eine Munitionskiste? Ja. Die würde ich gerade holen gehen. Und Eisen? Ja. Das ist nicht die Insel. Nicht? Nein. Das ist noch weiter nördlich, okay. Wäre ja zu einfach. Es ist hier dort oben in Norden. Immer diese Substandard-Navigationsgeräte. Fall. Ja, genau. Da, ich habe mich schon gewartet. Die Insel könnte es nicht sein. Mal wieder Ruby's Fall. Moment. Aber vorhin, als wir auf Ruby's Fall waren, war da nichts.
Ja, wir haben ja zwischendrin, habe ich ja schon mal wieder, aber wir haben ja schon wieder zwei weitere Kartenstücke. Ja, aber normalerweise wenn alle sind die Punkte der Kartenstücke, glaube ich, relativ fix. Schauen wir mal, ob Ruby's Fall wirklich wieder der Kandidat sein will. Hä, hey, Ruby's Fall ist es nicht. Neben Ruby's Fall. Du meinst Flintlock? Was ist das? Flintlock? Ja, Flintlock visiert er an. Ja, wahrscheinlich. Denn ich denke, die Kartenstücke sind ja in fixen Positionen. Und der Kompass zeigt dann immer zum nächsten oder in die grobe Richtung des nächsten Kartenstückes. Was Luftlinie am nächsten ist. Dann volle Segel, wir haben Wind. Mäh. Ja, also ich hab keinen Mäh. Mike. Ich war schon da. Ich mag die Brigantine einfach mit Seitenwind so voll und ganz übers Meer gleitet. Hm. Wie das Schiff gewissermaßen in ein Luftfahrzeug verwandelt. Wenn die GTA-Wellen wieder zuschlagen. Ui. Ui. Die drängen uns immer wieder vom Kurs ab, die dreckigen Teile gerade. Ja. Puh, Alter, die Wellen. Der Drift ist gerade richtig stark. Vorne einziehen. Hinten halb. Ich höre den Hund schon über den nächsten. Au. Ah, wer ist hier? Das Schiff ist übrigens gerade dein Luft. Nein! Grabt ihr euch ein. Halten. Sag nicht, was ich gerade befürchte, weil ich nämlich auch mit dem Kompass hier lang gelaufen bin und mir dachte, das ist doch schon wieder nicht hier. Es ist übrigens drüber fetscher, wie es aussieht. Ich... Oh nein! Weißt du, was der größte Spott ist, Bermo? Die Karte ist Ashen Reaches. Wir müssen also von Fetcher's West, da wo die Tresore sind,
runter nach Ashen Reaches. Reaches, um eine Schüssel zu holen, um dann wieder nach Fetcher raufzufahren. Wenn wir gleich bei Fetcher sind, können wir direkt schon den ersten Tresor mitnehmen. Oder zwei. Das können wir eigentlich tun, ja. Und dann währenddessen irgendwo verkaufen. Genau. Denn ein Tresor bringt uns wahrscheinlich auf Rang 5. Das ist doch... Alter, Spiel. Oh. Es ist zur Kenntnis genommen. Das ist doch einfach wieder so unglaublich typisch. Das ist wieder ein Spucken ins Gesicht. Oh ja. Und Luft, was machst du gerade da unten? Ich drücke auf den Random-Knopf von meinem Outfit. Ach so, du findest wieder heraus, ob der Random-Generator nett zu dir ist, im Gegensatz zum Piraten-Generator. Nee, hier ist. Kann ich die Jacke wegnehmen? Oder ist noch eine andere Jacke? Der Hut muss erstmal weg. Keiner mag den Krabbenhut. Keiner mag das Krabbenset. Ja. Jeder, der das mag, ist ein Heretiker und wird gewissermaßen getötet. Nur gewissermaßen, weil... an ihres Kind möchte es mal verbündet hat, die es doch tragen. Ausnahmen, die Regel bestätigen müssen. So, ich habe die Controller-Empfindlichkeit jetzt noch ein bisschen höher gestellt. Ah, dann ich fand ich. Okay, dann dreh dich mal an der Stelle. Ich will sehen, wie sich. Nju! Schneller werden wir, schneller! Ja, wenn das jetzt nicht. Weh, es gibt hier kein X. Nein, für das X müsst ihr nach Smugglers Bay fahren. Und dann zurück nach Ashen Reaches, um hoch nach Fetcher's Nest zu fahren. Nee. Ernsthaft schon wieder? Ja. Hat mein Navi weggeräumt. Was? Das Pferd kriegt sich ein. Aber das ist schön, dass die Schnitter doch so schnell wieder dir zu erhoffen lassen. Ja, die haben halt gesehen, sie können jetzt nicht direkt einfach die. Sie könnten halt das nicht direkt erstmal alles wegmachen. Weil da 12 verbündete Schiffe auf sie einprügeln. Das ist selbst für die Schnitter ein bisschen viel. Vor allen Dingen, weil wir nicht absolut unkoordiniert waren. Okay, ja genau. Gewissermaßen hatten wir eine intuitive Koordination. Wir haben darauf geachtet, was unsere Verbündeten gemacht haben, und deswegen konnten wir entsprechend handeln. Aus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es erdbebt. Oh nein. Gut. Das Schiff ist ja mal dein, Luft. Insofern, dass ich nicht näher an die Insel ran möchte aktuell, und deswegen halte Wache. Irgendwas Tragbares.
Ruf, ich drehe dir das Schiff schon mal so, dass du direkt nach vorne kannst. Hi. Okay, alles nachts schon gefunden. Ja. Oh, guck mal, das X. Die Stelle muss dir bekannt vorkommen. Zuerst aber einmal, wo ist der Tresor auf der Insel? Ist gute Jetgeräusche. Was ist einfach so ein wütender Düsenjet bei Bermo? Das war ein LKW. Oh. Das hat sich bei uns echt angehört wie ein Düsenjet. Ja. Wir sind gerade bei. Wir sind gerade bei Flintlock und wir sind gerade bei Thatcher. Wir sind bei Thatcher. Wo ist der Tresor von Thatcher? Ich versuche das mal herauszufinden. Ich glaube, ich weiß, wie der ist. Du müsst doch da gewesen sein, wo die Flamer-Sache gemacht haben. Also. Gefühlt auf der anderen Inselseite. Sicher bin ich mir aber gerade. Nee, nee. Ja, warte, doch. Denn das ist der einzige. Nein. Sag ja, einfach fürs Anzünden. Dann. Okay, ich dachte, du wärst angezählt, wie das Pulver fast gerannt, einfach explodiert. Weil ich an mir vorbeirennen sehe und auf einmal explodiert hinter mir etwas. Was ist Falschspiel? Was haben wir jetzt schon wieder dir angetan? Wenn man jetzt noch wüsste, wo man damals Flameheart nicht befreit hat. Bin ich hier sogar irgendwo drin? Oh, ich hab eine aschgraue Truhe des Plünderers gefunden. Sehr schön. Der Höhle könnte wirklich gut sein. Hier in der Höhle ist mal nichts. Ja, also. Ciao. Ja, doch. Doch, ist da drin? Hier sind hier ist die Malerei an der Wand. Und hier ist der Sockel. Hat mir das Archer-Spiel den Sockel wieder nicht. Hier ist die Malerei und dann kommt das Teil hier rein. Okay, wo ist der beste Punkt, wo wir das Schiff anlegen können in der Nähe? Ah! Hier können wir sogar das Ruderboot mit reinbringen. Und wir sind geschützt vor dem Vulkan. Ja. War das Schiff noch mal? Shit. Luf ist auf dem Schiff. Ach, da hinten. Müssen einmal die Insel gewissermaßen umrunden. Bleibst du da stehen, damit ich weiß, wo wir anlegen müssen? Dann müssen wir nämlich gleich alle drei Röhrchen rein in den Tresor, damit wir den im besten Fall komplett ausnehmen können. Oh ja, oh ja. Hallo. Hi. Wie viele Pulverfässer gibt es eigentlich auf dieser Insel noch? Alle. Ich wollte gerade sagen. Oh, was überfahren wir eigentlich gerade die ganze Zeit, Luf? Was? Hörst du auch diese Rappelgeräusche? Nee. Als wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Fässer überfahren. Ach so, deswegen, weil wir noch ein Fass vorne dran haben. Okay, ich habe einfach nichts für die, Für die was? Alles gut, ich habe wieder einen Fehler. Also meinst du die Plünderertruhe, die ich vorhin aufgesammelt hatte? Nee, das ist anders. Ach so. Okay. Wir gehen am besten mit dem Ruderboot gleich direkt in die Höhle rein.
und nehme Piggy mit. Balkschwein. Ich sehe es schon kommen. Hier kommt auch das Schiff wegpulverisiert. Dem Fall ist das Schwein nicht gestorben. Also alles in Ordnung. Und vor allem der ganze Loot in dem der Kammer, der wird ja erst zählt ja erst für uns, wenn wir ihn an Bord bringen. Also, das heißt, selbst wenn unser Schiff sinken sollte, solange der Loot hier ist, kriegen wir unseren Botschafter Rang 5. Wir sollten vielleicht die Schlüssel mitnehmen, oder Luf? Das wäre eine Idee. Das wäre vorteilhaft, sonst kommen wir nicht in den Tresor rein. Schweigschwein. Stehen wir alle drei vor dem Tresor. Oh. wie so ein paar Minecraft-NPCs. Wo sind die Schlüssel? NPCs. Da. Treppe runter und dann. Zwei Schlüssel haben wir, ne? Genau. Ich hab doch schon wieder Skelette gehört. Schwimmen. Das Schönste ist aber auch, das Ruderboot wird vollkommen sicher stehen. Sofern kein Pulverpoll in der Höhle auftaucht. Kochendes Wasser macht Ruderboote nicht kaputt, oder? Nein. Nur Geysire, Pulverfässer und unnötige Kollisionen. Warum fragst du? Weil Zeus, weil Hades will gerade ausrasten. Nein! Okay. Ich habe einen. Ich setze ihn. So, Schwein. Oh Gott, Ruckler. Setz dich hier hin und sei ruhig. Ein bisschen näher. Sollten. Setzt sich hier drauf. Sei ruhig. Okay, ich gerät nach oben. Okay. Dann nehme ich das Gold auf. Nee, nicht das Gold aufsammeln. Okay. Das Gold aufsammeln kommt nur, wenn wir alles übrig haben. Zuerst einmal alles runterwerfen, von oben nach unten. Und die will ich ausfinden. Vergessen, wie das funktioniert. Na, lass mich doch darauf. Okay, hier oben ist Jackpot. Der fuck. Was ist das? Fuck. Hier oben ist glaube ich auch ein Medaillon gewesen. Muss ich gleich mal schauen. Okay, erstes Medaillon gefunden. Ich hab's zweite gefunden. Liegt unten. Bein des Teufels. Gott, Schwefel. Liegt da ins Eisen? Ich hab's, es liegt in der Leiter, direkt vor dir. Nein, wo ist das letzte, ist die Frage. Dann trage ich schon mal alles raus. Ja, guck mal, fang schon mal an. Wo ist das letzte Medaillon, ist die Frage jetzt. Hier oben sieht alles soweit clear aus. Wo ist das scheiß Medaillon? Keine Ahnung. Spiel! Wir wollen diese Truhe. Auch Spiel, Alter! Da ist es! Okay, ich kümmere mich um das Rätsel. Nein, so einsetzen. Okay, Schädel. Reguläre Kette.
Schloss- und Schlossprinzip. Was darf noch? Ne, Schloss-Schlüssel-Prinzip. Schlüssel muss andersrum. So rum und dann das, was alles kombiniert. Gib her! Truhe der antiken Tribute. Haben wir alles? Ja, ich denke schon. Oh, Tatsache. Soll ich den zweiten Schlüssel gleich reinsetzen? Ja. Dann könnt ihr beide hier unten warten. Okay, raus, Luf. Raus, ja. Gut abgesandt. Oh, hey, Freunde. Oh nein, Pulverboot. Nicht in der Nähe vom Ruderboot versterben, Bermo. Nein, ich bin extra aus der Höhle rausgerannt. Sehr gut. Alles hochbringen oder? Wenn Bermo am. Okay, was ist mit euch eigentlich allen falsch? Okay, ich sehe, wo Pulver Paul ist. Ich lock Pulver Paul aus der Höhle raus. Da ist. Da, wieder ist noch Pulver Paul. Oh Gott! Hoch! Hab. Warum Geysir? Aua! Nein! Nein! Bermo, ich brauche eine Wiederbelebung! Ich bin sonst wohin geflogen. Folgt meinem Namen. Luf ist schon auf dem Weg. Okay, danke, Luf. Luf, die Sachen kannst du eigentlich erstmal alle unten stehen lassen. Alter, geil sicher. So. Ja, ich pack den zweiten Schlüssel drauf. Jawohl. Vergessen, zuerst nach oben klettern, alles runterwerfen, dann alles ausräumen und währenddessen macht einer das Rätsel.